Grüezi und Allegra. Oder wie man hier in Korsika sagt, Buongiorno. Herzlich willkommen beim neuen Video auf dem Channel von Pure Life Inspiration. Wir haben jetzt die Nacht hier in Ilrus verbracht, im Hotel Santa Maria Best Western. Diese sieht man gerade hier noch im Hintergrund. Und heute fahren wir Offroad mit unserem Jeep Grand Cherokee. Wir fahren jetzt dann Richtung Norden, ca. 40 Minuten, und dann fängt die Offroad-Piste an. Die führt uns dann ca. 14 Kilometer lang an einen der schönsten Strände von Korsika, dem Plage des Aleccia. Dort kommt man nur mit dem Offroader oder mit dem Boot hin. Im Hintergrund sieht man noch sehr schön die Ilrus, die Isla Rosso, woher auch der Ort hier seinen Namen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, jetzt geht es dann gleich los mit der Offroad-Fahrt. Jetzt frage ich aber mal nach Nadine, wie ihr das Hotel so gefallen hat. Sie steht gerade oben auf dem Balkon. Schatz, wie hat es dir gefallen im Hotel Best Western? Super! Für die, die es nicht verstanden haben, sie meint super. Dann können wir jetzt los? Ja, ich bin bereit. Okay, dann let's go! Wir sind jetzt hier auf der Offroad-Strecke angelangt. Ich habe das Fahrzeug mit dem Luftfahrwerk mal hochgefahren. Man sieht das hier vorne auf Offroad 2. Hier ist die Bodenfreiheit wesentlich größer. Und dann habe ich noch den Rock-Mode eingestellt, damit die Hinterachse gesperrt ist. Die braucht es zwar nicht unbedingt jetzt, weil es geht bergab, aber wenn es dann später wieder bergauf geht, dann ist die Hinterachse gesperrt und hat dann mehr Schlupf. So, wir fahren jetzt da mit der Bergabfahrhilfe, die ist wirklich super. Das ist eine Taste hier unten, drückt man drauf und das Auto fährt dann wirklich ganz langsam, ohne zu rutschen, auch sehr steile Hänge herunter. Was noch cool ist, man kann dann die Geschwindigkeit vom Runterfahren mit den Panels hier am Lenkrad einstellen, so stufenweise, zum Beispiel Stufe 2, jetzt Stufe 3, halt je nachdem wie das Gelände ist und wie auch die Steigung ist. Ich habe jetzt mittlerweile den Offroad 2 und den Rock Mode eingeschaltet und bin auf 4WD Low gegangen. Das heißt, es hat hier vorne jetzt die Hinter- und Vorderachse gesperrt, weil das Gelände wurde jetzt anspruchsvoller. Aber so geht es eigentlich ganz gut vorwärts. Und sorry für die verwackelten Bilder, aber das ist halt beim Geländefahren, geht es fast nicht anders. Thank you.
something more, just waiting for you. Nun haben wir unser Ziel erreicht, den Place de Saleggia. Nach 12 staubigen und holprigen Kilometern sind wir nun endlich hier. Dieses ist einer der schönsten Strände in Korsika und das türkisblaue Wasser lässt schon fast Karibik-Stimmung aufkommen. Wir genießen es hier in der wunderschönen Natur, bei bestem Wetter und es hat auch fast keine Leute hier. Wir machen ein kleines Picknick am Strand und schon bald müssen wir dann wieder den Rückweg antreten und auch wieder die 12 Kilometer über die holprige Piste fahren. Wir zeigen euch auch ein paar Bilder noch von der Rückfahrt. Dort hat es auch noch einige knifflige Stellen drin. Und dann zeigen wir euch im Video dann noch Saint-Florent, eine sehr schöne Küstenstadt im Westen von Korsika. Wir sind jetzt hier in Saint-Florent angekommen und haben die Offroad-Tour beendet. Ich gebe euch mal ein kurzes Feedback. Wie hat sich denn der Jeep Grand Cherokee bewährt im Offroad-Fahren? Es ist ja die Summit-Version, die wir haben. Die hat hinten und vorne schöne Spoiler, das sieht toll aus. Ist aber im Gelände natürlich nicht so hilfreich, weil die Böschungswinkel dann nicht so gut sind wie beispielsweise bei einem Jeep Wrangler oder bei einem Land Rover Defender. Da haben wir übrigens auf der Strecke sehr viele gesehen heute. Trotzdem, ich bin recht überzeugt von dem Fahrzeug, recht überrascht, wie gut er sich geschlagen hat im Gelände. Die Technik ist natürlich die gleiche drin, wie bei einer Version, die nicht so viele Spoiler hinten und vorne hat. Daher war das kein Problem, lediglich muss man ein wenig aufpassen mit der Bodenfreiheit, dass man nicht mal unten irgendwo einen Stein streift oder so. Man kann das Fahrzeug ja mit der Luftfederung hoch und runter fahren. Im Moment ist er auf der tiefsten Position zum Ein- und Aussteigen. Ich kann den extrem weit hochfahren. Wenn ihr das mal sehen wollt, ich habe ein Video gemacht über das Auto, könnt ihr das mal abchecken. Aber wir sind ja ziemlich jetzt
überzeugt von dem Fahrzeug. Das hat sich wirklich sehr gut dargeschlagen im Gelände und ist dementsprechend auch halt ein wenig jetzt dreckig geworden. Ich würde mal sagen, so, es ist so ein Offroad-Fahrzeug light. So richtig für den Heavy-Duty-Einsatz würde ich dann eher einen Jeep Wrangler oder einen Land Rover Defender empfehlen. Und was wir auch gesehen haben, Toyota Land Cruisers, die älteren Versionen, die sind auch für das Gelände natürlich wirklich, wirklich super. Und ja, jetzt sind wir hier in Saint-Florent. Ich musste kurz überlegen, weil wir ja von Illerus hierher gefahren sind. In Saint-Florent sind wir im Moment. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke von dieser schönen Stadt an der Westküste am Anfang vom Kapkurs. So, das war's nun von unserem Offroad-Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Besonders möchte ich mich aber noch bei meiner Frau Nadine bedanken für die vielen Außenaufnahmen, die sie heute auf der staubigen Offroad-Piste gemacht hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls ja, und schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir verabschieden uns hier direkt aus Saint-Florent. Und wir wünschen Prost und tschüss, macht's gut, au revoir. Hello.